Oh, ein schönes Abwillkommen zu Beginn der Folge an. Und damit willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ein bisschen anders heute mal mit dem Anfang. Ich habe direkt schon mal die Zeit vorgespult, um zu sehen, ob das Upgrade ankommt und dann sagen zu können, ob viel fliegt oder nicht. Und ja, wir sind jetzt beim Rennen in Imola, beim dritten Lauf der Saison. Und mit einem schönen Aerodynamik-Upgrade und hoffentlich wieder Platz 2 in der. Ah, nein! Okay, ich habe damit jetzt ein bisschen gerechnet, dass wir auf Platz 2 sind, aber so ist es halt manchmal. Aber wir sind auf jeden Fall näher dran, also an beiden hier. Also wir sind direkt live auf mit Ferrari wieder und so gut wie gleich, oder naja, näher dran an Red Bull, sagen wir es mal auf jeden Fall so. Und es soll ja noch ein Upgrade ankommen, und zwar aber erst in 8 Tagen hinterer Unterboden. Ich hoffe, das kommt auch an. Aber gut, dadurch, dass wir jetzt schon die Zeit vorgespult haben, oh, wir können, nee, Sekunde, wir können noch ein anderes jetzt gleich in Auftrag oder gleich machen. Gleich noch eins für die Aerodynamik. Oh nee, oh nee. Oh was, wir sind da deutlich gut besser auf einmal. What? Was haben wir denn? Das war ein Mega-Upgrade, was wir da gerade bekommen haben. Na, eigentlich kann das schon nicht schaden, ne? Klar, da kommt sowieso schon eins an, aber auch das würde uns noch nicht ganz an die Spitze bringen. Aerodynamik haben wir aktuell top. Und hier, ha. Ja, hier sind wir auch top, mehr oder weniger. Platz 4 zwar nur, aber nah dran. Andererseits ist ein großes. Gäbe es hier noch so ein billiges Groß? Wir können vielleicht sogar 2 machen, wenn ich mir das so überlege. Ja, vielleicht können wir ein zweites machen, aber. Obwohl, können wir überhaupt. Vielleicht bei der Trapezierfähigkeit, aber das hätte. Na, nee, nee, können wir doch nicht tatsächlich. Okay, dann würde ich aber doch lieber mich beim Chassis erstmal begnügen und nicht hier bei der beim Antrieb, sondern bei dem Chassis dann lieber. Und zwar machen wir dann aber ein schönes, fettes hier, wenn ich das hier groß, genau. Dann machen wir ein schönes, fettes immerhin. Oder fett, also groß. Fett ist ja ultimativ eigentlich, aber ein großes. Gut, Rolldämpfer. Okay, dann haben wir irgendwas hier. Ja, Leistungsvergleich ist egal. Gehen wir ins Wochenende. Beim Sprint ja auch, fällt mir jetzt auf. Ja, wir haben jetzt unter den Sprint. Das kann interessant werden. Ah, und das Qualifying soll sogar etwas regnerisch werden. Der Sprint und Rennen soll aber trocken bleiben. Okay. Trainings werde ich jetzt wieder überspringen direkt. Also heute mal nur einfach mal. Okay. Hier haben wir den. Ja. Red Bull? Okay. Ist doch gar nicht mal so groß, was die an Sprung gemacht haben. Obwohl die. Okay. Ja, gut, dann muss man nicht alles verstehen. Aber jetzt können wir ins Qualifying reinstarten. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir müssen nur ein bisschen schnell mit dem Qualifier machen, weil wir ja den Sprint haben. Und in dieser Saison oder in dieser Karriere ist es ja so, dass ich den Sprint, also das Qualifying und den Sprint zusammen mache. Und nicht getrennt, wie ich es im letzten Spiel gemacht habe und bei meinem Team. Darum müssen wir das schnell machen. Sind die Reifen nur perfekt? Ja, die sind zu dritt. Okay. Wir müssen am besten OE schon rausfahren, weil es soll ja regnen. Keine Ahnung wann. Na gut, hätte ich jetzt nachgucken können, aber gut. Oh, es ist schon dunkel, also es wird nicht mehr lang dauern, glaube ich. Also im besten Fall muss ich schon eine perfekte Runde hier möglichst. Aber das in Miami, Quatsch, und das in Imola schon eine perfekte Runde auf Anhieb hinbekommen, ne? Das muss man auch erstmal können. Allerdings reicht es ja, um nur weiterzukommen. Und wenn es dann vielleicht regnet noch, ist das eh schon safe, je nachdem, ob das eine grauenhafte Runde ist oder eine okay, sage ich mal. Ich denke, es wird eher okay als top. Ja, diese Kurve und mit diesem Auto, da gehört viel dazu, da durchzukommen irgendwie.
Ocon mit einer 18.3. Oh Gott. War nicht schlecht. Wow, okay, das war vielleicht ein bisschen zu vorsichtig aufs Gas. Hat man nicht so gehört, wie es gerade gedreht, wie man den Motor vielleicht ein bisschen gehört hat. Eventuell, aber insbesondere finde ich das bis jetzt zumindest eine saubere Runde. Ob schnell war, werden wir gleich sehen. Aber ich glaube, kein einziges Mal die Track Limits missachtet. Auch das war knapp an den Track Limits, aber war okay. Und das war in den Track Limits. Ja, ich glaube, die ganz alles in den Track Limits bisher gewesen. Und wenn trotzdem, what? Okay, dann war es doch gar nicht so langsam, wie ich mir vorgestellt habe. Also in dieser einen Kurve, wo man das gehört hat, den Motor. Aber es war auch nur ein Leclerc, Verstappen, oder was heißt nur ein Leclerc, aber Verstappen wird man sehen. Also ich glaube, der ist der effektivste von den Zeiten her, an dem man sich dabei dann messen kann jetzt. Und der ist noch nicht gefahren. Lila. Ich dachte schon Leclerc, ne, okay, Leclerc ist der Ferrari, ich dachte schon der wäre, ja. Okay, ja, Vettel. Würde ich sogar sagen, mal eins seiner besseren. Also bis jetzt. Er ist nicht mal eine Sekunde weg. Also dafür. Russell, wer ist er? Russell ist es davor. Und der ist sogar schneller im ersten Sektor. Schneller im zweiten minimal. Aber im letzten Wort. Da nehme ich ja. What the f. Okay. Okay, jetzt werden wir erstmal die Zeit verspulen. Wo ist Verstappen? Nur fünfter. Oh, aber okay. Aber dafür ist Sainz auf einmal der, der deutlich zwei. Okay. Also ich habe jetzt eher mit Verstappen gerechnet, dass der, also irgendwas haben die Red Bulls gemacht. Also ich meine, die haben nicht mehr ganz deutlich, oder die haben nie ein deutlich Überlegenes gehabt, aber sehr vorne und auch nicht minimal oder nicht gleich auf unbedingt. Und ja, okay. Und Hamilton, oh, für Hamilton, wenn das es regnet, ne, könnte das richtig eine Ohrfeige sein. Für Gasly, Ricciardo, Ocon, Latifi wäre in Q2, ne. Was haben die denn da hinten gemacht? Regnet das? Ah, schade, ist noch trocken leider. Ah. Wollen wir nochmal rausfahren? Ah, wo ist denn jetzt hier? Sag mal. Ah, ne, ich muss hier hin. Hm. Also, ich denke. Vettel, ui! Ui, da ist, ui! Krass, geil, Sepp. Richtig gut gemacht von dir. Stark, 5. Grad. Also, immer noch 4 Zehntel weg von uns, aber. Vorbei den Wettbewerb aktuell. Er würde sagen, von Vettel wird da nicht mehr viel kommen. Darum denke ich mal, kann ich auch einfach die Zeit jetzt ausklingen lassen. Und ich hoffe, ich bin weiter. Auf diese Position sollte man eigentlich schon erwarten, dass man weiterkommt. Aber bei der KI und Simulationen, ne? Ja, doch. Auf Vettel hat sich doch immer verbessert. Boah, sogar vor mich, ja, nicht schlecht. Aber jetzt haben wir wieder so einen Verstappen. Ja, gut, es war klar. Der hat irgendeine Runde gehabt, die grauenhaft war anscheinend. Aber nicht schlecht von Sepp bis jetzt. Klar, ich bin noch nicht mehr noch gefahren, das heißt, da kann noch Luft da oben sein, aber wo regnet das? Wann soll es regnen? Okay, in 10 Minuten soll es regnen, ab damit auf die Strecke. Solange es noch trocken ist. Boah, ist sogar wirklich ein bisschen heller noch geworden. Im Q1 war ja komplett alles mit Wolken belegt. Jetzt ist immerhin etwas blauer Himmel noch zu sehen. Auch nicht so übertreiben, wenn der Regen kommt, kommen am Ende eh keine Zeiten mehr. Aber klar, es muss im besten Fall jetzt schon einigermaßen wieder alles passen wie in Q1. Ja, ganz okay oder ganz gut. Ich liebe die Strecke auch echt. Macht echt Spaß. Und irgendwie fehlerfrei fahren ist schwer. Gut, fehlerfrei fahren ist auf jeder Strecke schwer. Das ist klar. Aber. Oh. Oh, das war gut. Das war gut. Diesmal nicht so vorsichtig dadurch. Ja. Oh, fast Track Limits. Na gut, die Track Limits in diesem Spiel sind eh egal. Die Runden werden eh nicht gestrichen, aber ich versuche trotzdem immer gerne in den Track Limits zu sein.
es war auf jeden Fall auf der Linie. Und das war perfekt. Sehr gut, war wirklich eine gute Runde. Das könnte eine 16-6 und damit vor Hamilton, Ricardo, Leclerc. Das ist nicht so schlecht. Und ich glaube auch, das war die beste Runde. Ich glaube, vorhin hatte ich eine 17-0 auch, oder? Oder ein 16-9 oder irgendwie sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann da nochmal nachgucken dann. Jetzt sollte in 5 Minuten Regen kommen. Und Vettel sogar schnellster im ersten Sektor, wow. Im Mittelsektor verliert er halt viel. Und im letzten bin ich sogar gar nicht mal schnellster jetzt. Vorhin war ich noch deutlich schnellster im letzten Sektor. Jetzt hat sich das ein bisschen eingependelt scheinbar. Okay, ja, Vettel ist trotzdem nur 8er zwar, aber er ist nicht weit, also wirklich für seine Verhältnisse heute, wie es bisher war, nicht weit weg. Also eine halbe Sekunde, ist nicht so verkehrt, denke ich. Aus seinen Verhältnissen. 2 Zehntel bin ich sogar vor. Wow, das war wirklich eine mega Runde von mir. Leclerc hat noch nicht so viel auf die Reihe bekommen, auch wenn es jetzt regnet, ne? Da hat er auf die A-Karte. Oh, das regnet wirklich. Es regnet. Das könnte das Ende für Leclerc sein. Fahren die nochmal alle raus? Nein, die bleiben alle in der Box. Leclerc ist raus. Und Vettel ist in Q3. Beide Wettbus leider auch. Also, ja, schade. Aber damit wird das jetzt ganz, ganz spannend im letzten Run jetzt, wenn es regnet. Wie wird die Pace da für mich sein? Wie wird da allgemein alles sein? Eigentlich nur Ocon, Leclerc die größte Überraschung. Mick kann man da eh erwarten mit dem lahmen Haas. Tsunoda vielleicht überraschend stark somit als Elfter mit dieser lahmen Alpha Tauri Gurke. Zhou, ja, vielleicht auch. Ja, mein Bot ist ja sogar in Q1 schon raus, also kann man auch schon als Sensation bezeichnen. Und Ocon auch dort, wo man ihn erwarten könnte mit dem, obwohl, wenn man sieht, wo es Tor ist, ja, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall, Leclerc ist die größte Überraschung, das kann man sagen. Okay, jetzt aber, jetzt die Frage, soll es wieder aufhören am Ende oder bleibt es für ganz Q3 nass? Ja, ne, für 10, oh, es soll aber noch stärker werden. Es soll noch stärker werden, ernsthaft? Okay, es soll noch stärker werden anscheinend. Es soll noch irgendwann für Fullwets werden, so wie das aussah. Dann müssen wir jetzt schnell auf die Strecke. Und irgendwie im Regen, oh, im Regen jetzt fahren und gleich auf die Bedingungen. Na klar, komm, also am besten man fährt wieder mehrere Runden am Stück. Das ist im Regen eigentlich immer das Beste. Aber, boah, also im Mulder und Regen, also bin ich schon froh, dass im Sprint und im Rennen es trocken bleiben soll. Ist ja, oh, ich soll es mal Abstand lassen zu Stroll. Oh, das sollte genug Abstand sein, denke ich. Oh, Alter, schon Pam rausbeschleunigen, oh Gott. Also, was soll das werden jetzt im Qualifying? Eieiei. Im Trockenen lief es ja ganz gut, wie man gesehen hat. Da ist die Pool da, aber da besteht eine Pool-Chance. Ich glaube im Regen und hier, also es fühlt sich langsam an, was ich mache, aber das wird sich das zeigen, ob das wirklich langsam ist oder ob das tatsächlich schnell ist. Wenn ich dann über die Linie komme, oh, aber oh, die Kurven irgendwie treffen ist schwer. 25-1 zu Verstappen. Come on. Oh, irgendwie auf der Strecke gehalten. Ich, oh, meine Angstkurve immer, da komme ich immer gern weit raus, wer sich noch dran erinnert. Bisher aber noch nicht unbedingt. Im letzten Sektor bin ich immer stark, normalerweise auch. Ob das im Regen auch so ist, keine Ahnung. Es war auch immer eine cleane Runde bis jetzt. Wenn jetzt die beiden Kurven noch passen, immerhin. Wenigstens. Ja, und die werden... Ah, nee, die passen nicht. Die passen jetzt ausgerechnet nicht. Und die vorletzte zumindest nicht. Die letzte hat gepasst. Ja, ich hänge den lieber mal noch eine Runde ran. Ja, deutlich. Eieiei, immer noch. Ich bin aber immer noch vor Vettel, ne? Und Fust Wall. Na gut, immerhin was. Immerhin werde ich bis jetzt nicht 10. sein. Ah, ist es so clever, ist überhaupt noch eine Runde ranzuhängen oder lieber nochmal für frisches Inters in die Box dann? Keine Ahnung.
was hier jetzt das Beste ist. Ich habe ein bisschen Windfahrten hier von Stroll im besten Fall. Ja, aber nee, ich bin jetzt schon viel langsamer. Allerdings habe ich wohl einen riesen Fehler gehabt, ne? Ja, nee. Also entweder fängt es stärker an zu regnen, was ich mal nicht hoffe, aber ja, im Regen geht nichts. Also ich kann wirklich froh sein, dass im Sprint. Also es geht nicht, also. Aber ich bin sogar Sechster aktuell, ja. Aber wenn man das. Ja, aber Alter, na, der Vorsprung. Also ich denke, Platz 6 war. Also 7, 10. Was? Also ich denke, es sollte mich darauf konzentrieren, irgendwie Platz 6 zu retten und dann ist im Sprint und Rennfliff alles möglich. Aber so. Ich werde am besten trotzdem rausfahren noch mit frischen Inters. Oh, sind doch die Slicks besser? Die werden schneller, die Inters, die Slicks, ne? Aber nicht viel. Die werden auf jeden Fall nicht. Und. Oh, oh. Ja, die Fullwets. Nein! Oh, die Fullwets sind jetzt wirklich schon besser, Alter. Ja, was bringt mir mit Fullwets zu fahren? Nichts. Ich werde es einfach suchen. Das kann ich mir für Platz 6 von Reifen jetzt somit. Wenn es wirklich stärker jetzt regnet. Ja, sie regnet das stärker oder nicht? Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Werden wir ja gleich sehen, ob es langsamer ist. Ja. Aber eine Sekunde hätte ich niemals gefunden. Also die Runde war, abgesehen der letzten Kurve, ganz ordentlich für meine Regenverhältnisse. Aber es könnte schon stark regnen. Durchaus. Die fahren zwar alle. Ah ne, nur. Es sind. Nur der Clown versucht auch nochmal sein Glück. Das muss ja wohl, keine Ahnung, das sein. Ah, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob es wirklich noch okay ist. Oder ob es ein Desaster wird jetzt. Ah, nee. Das ist zu rutschig. Nee, kann man vergessen. Okay, Platz 6, ja. Was soll ich dazu sagen? Der Regen hat es kaputt gemacht, ganz einfach. Im Trockenen hätte ich die Pole schaffen können. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir. Aber komm, im Rennen ist dafür alles möglich. Die Pace ist da. Die Pace ist sehr gut, wie man ja gesehen hat. Und somit bin ich eigentlich zufrieden sogar mit Platz 6. Ich meine, im Regen irgendwie noch 4 geschlagen. Obwohl. Ja, ist schon okay so. Das ist, denke ich, schon okay ist, was das angeht. Machen wir jetzt noch den Sprint, der ist jetzt zum Glück im Trockenen, da kann vielleicht was gehen. Ich frage jetzt, was nimmt man für Reifen? Softs, um aggressiv zu sein? Oder Mediums, um den sicheren Weg zu gehen, bevor die Reifen komplett ablauen? Abbauen, ablauen, habe ich gerade gesagt. Eieiei. Ja, abbauen, okay. 11 Runden, Sprint jetzt. Ja, Training 2 besprungen, ich weiß. Für 2 Trainings hat Vettel aber ganz schön 4 Ressourcenpunkte geholt. Ja, also an den Ressourcenpunkten liegt es bei Vettel nicht, ne? Bei mir lag es heute am Regen. Ja, wir machen es einfach schnell vor. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10. Ja, Chef. Okay, Mediums sind angegeben. Was werden die schneller? Softs oder Mediums? Ah, okay. Irgendwie ja wieder typisch, oder? Dass man das mal wieder nicht umändern kann. Man könnte sogar hart machen, okay. Ja, nee, ich mach Mediums. Den sicheren Weg gehen. Oh, Benzin ist aufpassen, ja, machen wir mal. Daher, dass es nur 11 Runden sind, mal so viel rein. Und kann man nicht, wieso? Du bist so ein, ja, ist egal. Das Spiel ist, was das angeht, dämlich. Wieso kann man das nicht einstellen, dass man auch mal mit Softs komplett fahren kann? Das geht doch auch normalerweise. Hat vielleicht am Ende Probleme, aber es geht doch. Die Reifen halten auf jeden Fall 11 Runden lang gerade mal. Also bitte. Also das ist so wieder so ein bisschen. Gut, das war von den vorigen. Okay, bei den vorigen Spielen gab es keinen Sprint. Aber ja, trotzdem. Ja, ist egal. Ist egal, mit Medium starten wir und dann legen wir los. Warte mit einer guten Reaktion. Meine war aber auch gut. Aber oh, ja, Ricardo hat aber auch einen Raketenstart. Junge, was hat der denn für einen Start geholt? Okay, jetzt mal, wo bremst er? Und Sainz verbremst sich. Oh, Ricardo neben mir. Oh nein.
Nein, oh gut. Okay, gut abgefangen. Wir gucken uns nur kurz nochmal dann das mit Science an. Okay, das war gut abgefangen, aber also, das muss ich schon sagen. Irgendwie. Ja, Science verbremst sich gleich mal, das war schon mal eine weniger. Aber dann, was war das mit Ricardo? Oh, da war es auch schon eng. Ja, so. Ja, was soll man da sagen? Ich sag mal so: erstens Start, zweitens ist diese Kurve eng, drittens. Gibt es ein drittens? Gucken wir uns mal kurz an, ob es ein drittens gibt. Naja, also. So sieht es schon aus mit dem Lenkrad von Ricard, dass er eiskalt auf uns einlenkt, einfach, ne? Ich meine, wir sind ja direkt noch daneben. Also, wir sind minimal, wenn man jetzt hier auf den Flügel guckt, minimal wirklich neben ihm. Also, hinter ihm minimal. Aber wir sind ja noch daneben. Wir müssen so jetzt noch nicht zurückstecken, theoretisch. Und. Ja. Also ich würde schon sagen, er fährt uns etwas rein. Irgendwie haben wir es geschafft, das Auto abzufangen. Dadurch würde es toll vorbeikommen, aber... Und Science hat ja nicht so viel verloren, der ist direkt wieder hinter uns. Ja, aber nicht der erhoffte Sprint am Ende. Aber es kommt da erstmal noch der gute Carlos, dem wir erstmal gar keinen Platz zum Überleben lassen, ja? Okay. Ja, Platz 7, dafür wie der Start ist gerade war. Oh, Alter, Science, Junge! Der will ja auch voll wissen, jetzt werden viele wieder gut machen, wie es ausschaut. Aber gut, das war halt noch nicht ganz das, was ich mir jetzt erwischt habe im Start. Aber gut, come on. Platz 5 ist auf jeden Fall machbar durch Sainz. Oh! Durch Sainz Fehler. Der Plan ging's voll, muss ja die Pace eigentlich gut sein, oder? Oh ja, gut durchgekommen, auch gut durchgekommen. Ist der Topspeed, ist der gut? Ah, ja, der ist gut. Der ist gut, ich kann vielleicht sogar in dieser einen Kurve schon was probieren. Oh, das werde ich sogar machen. Oh nein. Oh, Alter. Das war ja richtig spät gebremst. Aber irgendwie die Kurve getroffen. Wir fahren uns nochmal... Ja, wir machen wieder zu viel Wiederholungen, ich weiß, aber... Es hat sich denn verdient, die Wiederholungen zu machen, oder? Das wäre ja mal... Boah, das war eng, glaube ich, mit hier... Oh. Oh, war schon ein bisschen eng. Oh, die ist richtig geil. Ja, irgendwie habe ich die Kurve getroffen. Irgendwie. Ich habe so viel gebremst. Ich dachte, ich schieße direkt ins Kies. Habe wirklich gedacht, ich musste so viel vom Gas gehen. Aber gut, am Ende ist mir egal, wenn wir jetzt der Lachende waren am Ende. Aber der Konter wird kommen. Der Konter wird kommen. Und wie der Konter kommen wird. Oh, weia. Und zu der sogar noch von Sainz. Eieiei. Oh, 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 oh. Unser Topspeed ist besser. Zu dritt. Nein, Sainz, mach es nicht. Tu es nicht, du Irrer. Tu es nicht! Oh, ich kostet dieses Mal Zeit. Okay, wir sind vorbei ans Tor. Science leider auch jetzt. Aber hey, Platz 6. Immerhin unsere Startposition wieder ein. Ricardo gefällt mir da aber noch nicht so ganz. Also wie der uns dann hier noch weggedrängelt hat. Will ich schon. Also so wie der uns wirklich weggedrängelt hat. Das will ich nicht so auf mich sitzen lassen, ganz klar. Oh, weit raus. Na komm mal, ist drauf klar, kommt. Der zieht uns hier sogar weg jetzt eher. Was? Aber mit vollem Tank, Alter, das Auto. Ich kann, also Imola und voller Tank, damit komme ich überhaupt nicht klar. Das war schon immer so. Da fahre ich dann immer irgendwie im Qualifying, kann ich immer ganz gut die Kurve fahren, die wo ich gerade weit raus war. Und sofort ist das Auto wieder ein bisschen voll getankt. Schon fahre ich wieder komplett hier neben der Strecke dort. Na, come on jetzt aber. Ricardo. Come on. Boah, der hat aber echt einen guten Topspeed auch, der Ricardo. Oh, Lieder beim letzten Sektor schon mal. Okay, das macht doch schon mal ein bisschen Hoffnung. Alter, zieht der mir hier weg auf der Geraden. Was ist denn das hier? Für ein Topspeed von Australien jetzt. Hey, komm, Platz 5 will ich schon gern haben. Platz 5 würde ich gern haben. Aber der Typ ist so echt einfach schnell. Und sein so, Alter. Der Sprinter hat sich noch nicht so ganz. Also irgendwie, keine Ahnung. Der Sprint ist noch nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe jetzt. Ich komme da wirklich nicht näher. Es ist unglaublich. Ich kann da eigentlich nur im letzten Sektor so ein bisschen hoffen, dass ich da irgendwie näher komme. Und ich hier ein bisschen mehr Speed mit reinnehme. Ja, das kann gut sein. Das kann gut gehen, durchaus. Okay, das war ganz. Das war jetzt mal wieder sauber. Okay, sehr schön. Na ja, komm mal, doch, komm. Ricardo kann ich noch holen. Und das wäre auf jeden Fall noch ein bisschen schadensbegrenzt. Oh. Ja.
zu schnell reingefahren, würde ich mal sagen. Weil, come on. Den Herrn Ricardo, den können wir noch haben, wenn ich hier mal die Scheidelpunkte treffen würde. Ach Mann. Bin so gut rangekommen bis auf 1,2. Jetzt würde er mich wieder ein bisschen abzischen, weil ich keinen guten Ausgang bekomme. Und Sainz hat das DRS-Fenster oder hat das DRS und könnte einen Angriff versuchen. Nee, tut er nicht schaffen. Oder versucht er nicht. Unbedingt versucht er es nicht. Aber er ist dran. Nein. Nein, 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 nein. Du Irrer. Du Irrer. Mach das doch nicht da. Gegen Ricardo wird es aber auch schwer. Wie kommt er da zwar jetzt ein bisschen näher ran endlich. Aber er trotzdem. Es ist echt schwer, dem da zu folgen. Aber wenn es 1,3 nur noch sind, jetzt, ja, come on. Come on, oh, weit raus. Obwohl am Ende weit raus, aber am Ende doch in den Track Limits. Come on, jetzt kommt meine Lieblingsstelle, wo ich sehr schnell durchfahre. Oh, wie schnell durchfahre, boah. Da war ich sogar kurzzeitig mal in dem DRS-Fenster. Jetzt bin ich wieder raus, leider. Wo jetzt mal vernünftig nehmen ohne Kiesbett. Ja. Hier gut durchkommen, ja, perfekt. Das hat er mal sehr gut gemacht. Kein DRS war noch, aber ich bin dran. Und habe ich sogar auch einen besseren Topspeed auf einmal. Und natürlich Windschatten, der dabei hilft. Das ist auch klar. Boah, der will das aber hier wissen in dieser Stelle. Junge. Carlos, Alter. Ja, Alter, wenn der mich hier so nervt, dann komme ich hier nie ran. Mann. Das ist unfassbar. Weil so gut rankommen und da muss ich verteidigen gegen den. Wie kommt er da so gut durch aus dieser Kurve? Ich meine, so viel bin ich da ohne rausgekommen. Ich meine, ich habe es auf Ricardo da sogar aufgeholt. Ich kann mich wohl nicht von dem lösen. Aber dafür bin ich hier okay durchgekommen, nenne ich es mal. Geht besser, aber war okay. War ganz okay. So, jetzt komm mal. Einfach fahren. Einfach fahren jetzt. Ja, ich werde wieder nicht im DRS sein, Mann. Aber immerhin mal eine klitzekleine Lücke zu Sainz. Mal sehen, wie lange die jetzt anhält. Ich hoffe mal ein bisschen länger jetzt. Aber wenn der das DRS natürlich hat. Aber hey, komm, da ist 7 Zehntel weg. Come on. Ja, aber da kommt das so schnell. Alter, da kommt der mit dem DRS, ja. Kein Wunder, dass der mich dann immer angreifen kann. Ja, Sainz mit Fehler. Sehr gut. Da ist zu weit raus gerade gekommen. Das ist endlich, habe ich immer meine Ruhe in dieser Kurve. Und kann da endlich mal die Aufholjagd gegen Ricardo jetzt fortsetzen. Wir haben jetzt Softwarespiel von längst von, aber die Red Bull Mercedes, Alter, ne? Oh oh. Macht mir so ein bisschen Angst. Aber liegt die im Auto die Strecke doch nicht, obwohl es im Qualifying ganz gut so aussah. Ich mache einfach jetzt kein. Oh. Ja. Keiner, was es in dieser Kurve ist immer. Jetzt wieder. Oh, Alter, hart über den Körb. Aber das muss man, wenn man schnell sein will. Hart über den Körb. Oh, come on. Einmal DRS. Ich bin wieder raus. Ach, Mann. Der macht das aber auch gut, der Hund. Bin ich rein? Habe ich mich reingebremst jetzt irgendwie ins DRS-Fenster? Könnte schon sein. Ich bin 17. Einmal dran. Habe ich mich im DS-Fenster ge... Ja, habe ich mich. Ja. Ja, diesmal nicht, Ricardo. Diesmal habe ich mich da reingebremst. Ja, come on. Jetzt kann ich mich schon sein sogar raus. Sehr, sehr, sehr gut. Endlich habe ich meine Ruhe vor denen und kann endlich mal hier angreifen. Als mich zu verteidigen die ganze Zeit. Ah, endlich. Endlich, endlich, endlich. Kann ich hier mal selbst ein bisschen angreifen. Das Sainz ist erstmal ein bisschen weg. Also bin ich wirklich richtig nah dran. Aber richtig nah dran, Alter. Bin sogar hier gut raus aufgekommen. Oh, Track Limit, ja, einigermaßen.
Ja, come on. Boah, Alter, das war auch richtig gut. Das war richtig gut gemacht. Oh, jetzt bin ich aber auch richtig dran. Jetzt nicht viel verbremsen. Lieber vorsichtig etwas durchfahren. Oh ja, gut durchkommen. Jetzt nicht so weit raus abfreisen lassen. Oh ja, ich könnte sogar jetzt in die Schikane angreifen, oder? Mach es aber nicht. Also dann hat er das DS. Oder also, hier jetzt angreifen, jetzt hätte ich das DS, weil der Messpunkt war vorher. Nee, das traurig gar nicht jetzt. Alter, wie gut bin ich denn da jetzt dran? Nier kann man gar nicht dran sein. Ja, das wird easy reichen. Aber wie das easy reichen wird. Das war richtig gut gemacht. Jetzt ist nur die Frage, kann ich hier irgendwie abhauen? Endlich bin ich immer weg. Endlich bin ich jetzt vorbei. Ich denke auch, dass ich das tatsächlich verteidigen kann. Außer ich mache solche Fehler hier. Oh, das kann mal interessant sein. Da ist ja Red Bull und vor allem für uns interessant, wegen halt Red Bull, klar. Oh, ich könnte hier Ricardo ein Problem gegen Sainz bekommen. Das will man doch sehen. Ah, ne, kriegt er. Und Ricardo verbremst sich. Alter. Davon habe ich mich gerade verschluckt, davon, dass ich gesagt habe, Ricardo verbremst sich. Gucken wir uns mal kurz an. Ja, von über eine halbe Stunde, ich weiß. Ja, ich hab mich so. Leute, ich hab mich so verbremst. Krass. Hab ich gar nicht gedacht, weil ich hab die Kurve eigentlich sehr gut bekommen. Aber gut, dann war es so ein kleiner. Eine Bremse ohne direkt weitere. Oh, okay. Ohne direkt weite Linien zu nehmen. Und bei mir war es aber jetzt eine weite Linie. Oh. Oh Mann, diese Kurve. Kann der führt Norris vielleicht sogar das Rennen an? Dann kannst du noch mal ein bisschen Spannung jetzt geben, vielleicht die letzten Runden, oder? Führt er vielleicht das Rennen an? Oh, es kann sogar sein, weil also wenn Verstappen das Rennen führen würde, wäre der jetzt durch die Probleme von längst weg, denke ich. Ja, der führt tatsächlich. Der führende hat ein Problem. Wenn das hier Chaos gibt hier gleich in dieser ersten Kurve. Man kennt ja diese ersten Kurve hier, dass die gerne mal, ja, ihr wisst schon was. Gibt es da jetzt Action? Werden die langsam? Aber leider nicht, scheinbar hat Verstappen noch nicht versucht. Oh, jetzt duellieren sich Ricardo und Stroll. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh ja, ich hole aber deutlich auf, glaube ich. Oder sah zumindest so aus jetzt gerade. Ja, ja, oh no, es ist schon dritter. Oh, da hatte ich ganz schön viel verloren auf einmal. Jetzt sind seine Probleme doch bemerkbar. Aber so lange, aber Norris kann man da, können wir dadurch noch holen, ne? Norris können wir somit noch holen. Ein Red Bull haben wir schon da mal. Oh no, sogar vierter hier. Da hat er richtig Probleme. Da wird er von allen Seiten überholt hier. Und wir sind auch schon bis auf 2 Sekunden jetzt dran. Wart. Krass, da ist er schon, Lando. Oh, okay. Das war. So ein Leclerc von Relife mehr oder weniger, zu hart über den Körb. Allerdings ohne große Folge, weil ich mich nicht weggedreht habe. Aber Norris hat Probleme. Ja komm, den können wir noch kriegen. Und mit Platz 4 dann. Oh, aber wir haben nur 2 Runden Zeit. Und hoffentlich verfliegen sich die Probleme jetzt nicht so schnell. Jetzt hat erstmal Norris noch das DRS, somit kann er sich ein bisschen absetzen von uns. Und somit wird es nochmal ein bisschen interessant, würde ich sagen. Ja, aber Fehler hier. Ja, man muss ja nicht immer erwarten, dass es immer perfekt hier läuft. Ja, come on. Aber Norris kann noch in Reichweite somit jetzt sein. Oh! Nein! Oh, ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Jetzt haben wir auch noch ein Problem. Was? Nein, bitte nicht. Ja, das. Wir hatten noch nie einen Motorschaden, ne? Also, technisch Probleme schon. Aber noch nie eins, was zum Ausfall geführt hat. Oh, bitte nicht. In der vorletzten Runde auch noch. Hättest du es nicht in der ersten Runde dann machen können. Oh, ja. Das lenkt mich sofort schon ab und verleitet mich geradeaus ein bisschen zu fahren. Nein, oh, der erste Motorfaden, was? Der erste Motorfaden. Und das im Sprint auch noch. Eieieiei. Letzter Startplatz und das in einem WM-Kampf. Um Gottes Willen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Ja gut, aber es war immer der erste, ne? Aber gerade jetzt hätte es nicht wieder den letzten Song eingeben können, da ging es noch um nichts. Aber gut, das ist halt die Formel 1, ne? Verstappen wird es früher oder später, denke ich, auch noch treffen. Max Aber, Verstappen sollte mit seiner ja, Leistung. nee, will ich gar nicht hören, lieber Safa. Er fährt halt auch keinen Punkt, ja, weil man nur für die ersten 8 Punkte bekommt, der Fahrer. Einfach schade, aber ist halt so. Wir müssen das Beste aus dem letzten Platz machen. Können aber dafür immerhin es nutzen, um alle Komponenten zu tauschen. Das ist das Gute allerdings. Aber das Schlechte ist, wir haben keinen Punkt im Sprint geholt, während Verstappen 8 an der Zahl hat und damit jetzt in der WM 12 Punkte vor uns liegt. Puh. Und der war im Rennen schon stark, also den kann auch nur ein Problem, denke ich, heute aufhalten. Und vor allem, wenn wir jetzt ganz hinten starten, ja. Er ganz vorne, wir ganz hinten. Dadurch ist es so, Ferrari sind Ferrari unten, Mercedes vorbei. Wir müssen uns auf Platz 4, glaube ich, konzentrieren, weil Vettel auch ein bisschen zu schwach ist, nenne ich mal. Und wir haben halt Pech. Oder jetzt Pech. Ja, gut. Okay, das war's, aber dann im Rennen werden wir sehen, werden wir zurückschlagen, hoffentlich. Da werden wir hoffentlich eine perfekte Antwort haben. Und ja, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal und ciao.